Welche Strafe wartet auf dich? Die Todesstrafe. Jeder Mensch hat schon einmal gelebt. Das wird in Weltreligionen wie dem Hinduismus und Buddhismus angenommen. Aber auch in der Esoterik gibt es das Konzept der Reinkarnation. Dabei soll die Seele nach dem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren werden. Bei einer Rückführung soll man in sein vorheriges Leben reisen können. Angeboten wird das von Heilpraktikern, die einen dafür in eine Trance versetzen, wodurch man sich an sein vorheriges Leben erinnern kann. Ich finde die Vorstellung, dass ich schon mal gelebt haben könnte, echt abgefahren und irgendwie auch super spannend. Deswegen werde ich in diesem Video selbst eine Rückführung machen. Ich frage mich, funktioniert das wirklich und ist das, was ich da erfahre, irgendwie historisch belegbar und erklärbar oder doch nur ein Fantasieprodukt? Ich muss zugeben, ich bin eigentlich überhaupt kein esoterischer Typ. Also ich kann mit Esoterik nicht so wirklich viel anfangen und deswegen habe ich mich jetzt möglichst wenig mit dem Thema vorher beschäftigt. Das heißt, ich gehe da jetzt ganz unbedarft hin und hoffe einfach mal, dass es bei mir funktioniert. Ich bin mega gespannt. Hallo, hallo, ich bin Felix. Katrin, hi. Das ist der Nils, mein Kameramann. Katrin ist Heilpraktikerin, die sich unter anderem auf Reinkarnationstherapie spezialisiert hat. Sie bietet auch einzelne Rückführungen für esoterisch interessierte Menschen an. Wenn es ums Thema Rückführung geht, dann geht man davon aus, dass man schon mal gelebt hat. Ja, wir gehen davon aus, dass es mehrere Leben gibt, ja, auf der Erde und auch darüber hinaus und dass die Seele unsterblich ist. Und sich eben immer wieder neue Körper sucht, neue Verkörperungen, um Erfahrungen zu machen. Und das ist für mich ein sehr schöner Gedanke. Auch der Gedanke, dass es weitergeht, dass es nicht Schluss ist, dass wir nicht nur unser Gehirn sind, ja, und wir uns quasi unsere Existenz erdenken. Nein, es ist mehr, ja. Unser Körper ist unser Haus und unsere Seele ist das, was lebendig ist, was uns ausmacht. Wie kann man sich denn sicher sein, dass das, was man bei so einer Rückführung sieht, wirklich ein früheres Leben war und nicht irgendwie ein Fantasieprodukt ist? Das ist eine gute Frage. Bekomme ich auch häufiger gestellt. Es hat erstmal was damit zu tun, wie du das erlebst. Wenn ich sage, stell dir mal einen rosa Elefanten vor, dann stellst du dir den vor, dann hast du ein Bild, aber erstmal auch kein Gefühl dazu. Ja? Es ist erstmal nur ein rosa Elefant. Wenn du aber in den Bildern bist, fühlst du. Ja? Du bist da mit drin. Ja? Also du hast ein Erlebnis, eine Erfahrung, das berührt dich. Ja? Du spürst es körperlich, du spürst es emotional, du bist da drin. Ja? Das ist für mich ein Anhaltspunkt, dass das stimmig ist. Ja. Und gerade in der heutigen Zeit ist es aber auch sehr schwierig zu sagen, ich habe jetzt ein Indianerleben gebildet, aber gestern habe ich einen Film geguckt und da war auch ein Indianer drin. Ja? Mhm, ja. Oder ich bin jetzt im Mittelalter und vor 2 Wochen lief eine Dokumentation über das Mittelalter. Das kann man so nicht wissen, weil wir ständig mit Informationen zugeballert werden von außen. Genau. Dass es man sagen könnte, ja, habe ich geträumt oder habe ich mal gesehen vor einiger Zeit. Das wissen wir nicht. Wir müssen aufs Gefühl achten, darum geht es auch. Ja? Ja. Es geht um die Seelensprache und auf das, was man wahrnimmt. Und ja, man muss sich halt öffnen dafür. Beweisen können wir es nicht. Jetzt geht's los. Katrin führt mich in den Raum, in dem die Rückführung stattfinden wird. Und wie funktioniert das jetzt? Also wie gehen wir vor? Ich erkläre dir gleich das Atemverfahren. Ja, das ist erstmal die Basis, um in diesen Trance-Zustand hineinzukommen. Und dann stelle ich dir Fragen. Und die Fragen stelle ich so, dass dein Unterbewusstsein darauf reagiert und mir eine Antwort gibt. Also irgendwas kommt da in der Regel. Ich soll richtig tief ein- und ausatmen. Und das für 20 Minuten. Nach einigen Minuten fängt mein Körper an, ganz komisch zu kribbeln. Meine Hände und Füße werden kalt. Und jetzt nimm noch ein paar ganz tiefe Atemzüge in die Lunge. Und dann lass deinen Atem jetzt ganz ruhig werden. Und lass dich fallen durch Raum und durch Zeit. Vor deinem inneren Auge entsteht jetzt das Bild einer Höhle. Geh dorthin und beschreibe mir, wie die Höhle aussieht. Das ist ein großer, runder Eingang. Dann wollen wir die Höhle doch einmal erhellen. Schau mal, ob es da vielleicht in dem Eingangsbereich eine Fackel gibt, die du dir mitnehmen kannst in die Höhle, um sie zu erleuchten. Ja, also wenn ich mir das vorstelle, dann erscheint da auch eine Fackel. Das darfst du. Dann nimm sie dir.
dann geh mal in die Höhle hinein. Katrin fragt mich gezielt danach, wie ich die Umgebung sehe und was ich dabei fühle. Wir springen in die nächste Szene. Ich bin jetzt ein kleiner Junge. Wie alt bist du? 6 oder so vielleicht. Ja. Ich mache irgendwas mit einem Stock, aber ich habe das Bild irgendwie nicht ganz klar im Kopf. Ja. Du kannst rein spüren, was du tust. Fühl mal, was du tust. Also auf irgendeine Art und Weise spiele ich damit. Wie fühlst du dich denn dabei? Unbeschwert. Es macht Spaß. Gut, dann spür jetzt mal in dich hinein. Wie ist denn da dein Name? Henry kommt mir irgendwie in den Kopf. Spür mal nach, ob du da auch einen Nachnamen hast. Also irgendwas mit A, aber ich komme irgendwie gerade nicht auf den ganzen Namen. Irgendwas wie Abtmann, Altmann, vielleicht auch Altmaier. Verrückt, ich habe wirklich auf einmal einen Namen im Kopf, weiß aber überhaupt nicht, wo der herkommt. Wir springen noch einmal in der Lebensgeschichte weiter. Vor meinem geistigen Auge erscheint eine neue Situation. Ich bin jetzt ungefähr 18 und habe meinen ersten Arbeitstag in einem kleinen Kaufladen. Ich erzähle, wie ich meine erste Kundin bediene. Und dann passiert etwas, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Aber ich glaube, dass warum wir eigentlich in dieser Situation sind, ist, dass kurz danach eine junge Frau da reinkommt, die ich irgendwie gut finde, weil die irgendwie eine ganz, ganz interessante Ausstrahlung hat. Weil ich merke, dass mir irgendwie so richtig warm wird gerade. Ja. Na, beschreib mir doch mal die Frau, die da kommt. Ja, sie hat irgendwie so helle, rötlich-braune Haare, das weiß ich auf jeden Fall. Sie will auch irgendwas einkaufen. Und ich glaube, sie findet mich aber auch interessant, weil sie lächelt. Und also ich lächle auch, glaube ich, die ganze Zeit. Und ich glaube, sie soll irgendwas einkaufen, hat irgendwie einen Zettel dabei. Also mir ist auf jeden Fall warm, ich bin aufgeregt oder vielleicht ein bisschen überwältigt, ein bisschen fasziniert. Aber sie bezahlt auch ganz normal und geht auch wieder. Und dann bin ich wieder ganz alleine da. Die nächste Situation, die ich sehe, ist wieder mehrere Jahre später. Ich spüre, dass ich um die 30 Jahre alt bin. Im Vergleich zur vorherigen Szene fühlt es sich jetzt aber nicht so fröhlich an. Woran spürst du das? Dass ich auf jeden Fall nicht mehr diese Leichtigkeit habe und so, sondern ganz ernst bin. Und also ich glaube, dass vor mir noch weitere Menschen stehen und ich und alle anderen sind irgendwie Richtung, ja, irgendwo hingerichtet, als wäre da eine Art Bühne oder sowas aufgebaut. Und ich finde auf jeden Fall nicht gut, was da gerade passiert. Jemand hält eine Rede. Ich glaube, das ist irgendwas Politisches. Auf jeden Fall empfinde ich das, was gesagt wird, als extrem ungerecht. Ich weiß, dass ich ja so wie versteinert gucke und meine Faust zusammenballe irgendwie so ein bisschen. Also ich glaube, das ist irgendwie so eine Art Marktplatz oder sowas, Rathausplatz. Ist das die Stadt, in der du auch lebst? Ich glaube schon, ja. Wie heißt denn diese Stadt? Wie ist der Name? Also ich glaube, dass wir uns geografisch auf jeden Fall irgendwo eher Richtung, also irgendwo vielleicht Richtung Bayern befinden. Vielleicht ist es Nürnberg, aber vielleicht ist das auch einfach eine kleinere Stadt da irgendwo im Umkreis. In welchem Jahr lebst du denn da? Ich kann das auch nicht ganz klar sagen, weil ich irgendwie verschiedenste Zahlen im Kopf habe. Also entweder ist das 1600 irgendwas oder 1800 irgendwas. Ich habe auch 1876 einmal als Zahl im Kopf gehabt. Aber ich kann gerade nicht genau sagen, welches Jahr das da tatsächlich ist. Ja, fühl mal rein. Ist es eher 1800 oder 1600? 1800 fühlt sich irgendwie schon stimmiger an, muss ich sagen. Mir wird das irgendwann zu viel und ich gehe weg aus dieser Situation. Vielleicht noch zu meinem Aussehen. Das ist auch ganz interessant, weil ich habe irgendwie längere Haare auf jeden Fall. Schulterlang,
oder so. Dunkel irgendwie, braun oder so. Bist du denn verheiratet? Hast du Familie? Ja, ich glaube, ich bin schon verheiratet. Mit der Frau, die ich eben im Laden da getroffen habe. Und ich glaube, wir haben auch ein Kind, einen Sohn. Arbeitest du denn noch in dem Geschäft? Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin irgendwie Kaufmann oder sowas. Wir springen in die nächste Szene. Ich befinde mich in einem Raum mit 4 anderen Personen. Wir scheinen eine Art Aktivistengruppe zu sein. Wie fühlst du dich? Leicht angespannt, gestresst, aber auch wieder dieses bisschen voller Tatendrang. Ich glaube, wir wollen irgendwelche Flugblätter oder so machen oder sind dabei, da irgendwas zu verfassen. Bei Nacht, ja, verteilen wir die, indem wir die teilweise aber auch mit Hammer und irgendwelchen Nägeln oder so an irgendwelche Holzsachen, Türen, wie auch immer, schlagen. Macht ihr euch da strafbar? Ich fürchte schon, ja. Was einige Leute vielleicht wundert, ist, dass an meinem Geschäft kein so ein Zettel angebracht wurde. Ja. Aber es wird auf jeden Fall schon gesucht nach den Leuten, die das gemacht haben könnten. Ja, ich bekomme dann schon so ein bisschen Angst. Auf jeden Fall, irgendwann werde ich festgenommen, weil es wohl irgendwie rausgekommen ist. Ich komme erstmal in irgendeine Art Gefängnis. Ich wusste ja, was passieren kann und denke eigentlich nur an meine Familie. Oder ich mache mir Sorgen um die, was mit denen ist. Ich werde verhört und wegen Hochverrats verurteilt. Welche Strafe wartet auf dich? Die Todesstrafe. Gut, dann geh jetzt mal in die Situation hinein, in der das Urteil vollstreckt wird. Ich stehe auf einem Art Podest auf diesem Marktplatz. Da sind viele Leute, die mir zugucken. Meine Hände sind gefesselt auf dem Rücken. Da ist irgendeine Art von Galgen aufgebaut. Was fühlst du? Ja, ich fühle natürlich irgendwie Angst. Ich habe ein schlechtes Gefühl wegen meiner Familie. Meine Anklage wird nochmal verlesen. Ja, und dann ist es soweit, dass mein Kopf da durch diese Schlinge gesteckt wird. Wie fühlt sich das an? Geht da genau hindurch? Es ist halt irgendwie ganz surreal. Irgendwie ist alles so ein bisschen dumpf. Ich nehme alles gar nicht so ganz klar wahr. Ich glaube, ich sehe noch, dass meine Frau irgendwo ganz weit in der Menge auch steht und zuguckt. Was spürst du da? Irgendwie Liebe und Trauer zugleich. Ja, und dann ist es vorbei. Dann ist es ganz ruhig auf einmal. Wie fühlt sich das an, wenn die Seele den Körper verlässt? Es ist irgendwie so warm, so kribbelig, keine Ahnung. Fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde irgendwas halt aus diesem Körper halt rausgehen. Und wohin kommst du jetzt nach dem Tod? Sieht so aus wie so Nebel oder eine Wolke oder so, aber es ist sonst eigentlich alles dunkel. Bist du da alleine oder sind da noch andere? Ich glaube, da sind auch andere. Und wie siehst du aus? Ja, also das ist kein Körper oder da sind keine Körper, sondern das ist so, ja, auch wie so kleine Wolken oder sowas, schwer zu beschreiben. Nach dem Tod und dem Jenseits endet die Rückführung nach über 2 Stunden. Beweg doch mal langsam deine Füße, deine Hände. Ja, das geht alles schon wieder. Ja, kannst die Maske abheben und wieder ganz im Hier und Jetzt ankommen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß sagen soll. Ich bin ein bisschen platt und noch so ein bisschen verwirrt im Kopf. Das war auf jeden Fall eine super interessante Erfahrung. Ich kann das Ganze noch nicht so richtig einordnen. Vielleicht brauche ich dafür noch so ein bisschen Zeit. Das war auf jeden Fall am Anfang so, dass ich so ein bisschen gedacht habe, okay, ich
denke mir da gerade irgendwie eine Geschichte aus und fantasiere. Aber dann kamen wirklich ein paar Situationen so im Laufe dieser Rückführung, die sich echt ziemlich krass so angefühlt haben. Also man hat das richtig krass gespürt. Also ich habe gerade überhaupt keine Geschichte im Kopf, wo ich das jetzt herholen habe können irgendwie. Teilweise waren die Bilder super klar und teilweise konnte man wirklich nur so Teile irgendwie so sehen. Da war das dann super schwer irgendwie da weiterzukommen oder zu erfahren, was das jetzt genau für eine Situation ist. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal alles so ein bisschen sacken hier. Nach der Rückführung führt Katrin mit mir noch ein kurzes Nachgespräch, um das gerade Erlebte zu verarbeiten. Du hast es schon gemerkt, wenn ich dich nach einer Jahreszahl gefragt habe, da warst du dir da so nicht ganz sicher. Ich fand es grundsätzlich schwer, klare Daten oder Fakten zu sehen. Also sowohl beim Namen als auch beim Geburtsjahr oder so. Ja, das ist immer das, was die Kritiker sagen, Rückführung. Beweise, Beweise, Beweise. Also wir brauchen im Endeffekt keine Beweise. Eine Rückführung ist auf Seelenebene und Seele hat was mit Fühlen und Spüren zu tun. Und wenn ich dich jetzt nach ganz konkreten Fakten frage, mit Fakten spreche ich den Kopf an, ja, da wird nie so wirklich ganz klar was kommen. Ob das jetzt genau so ist, war, gewesen ist, wir wissen es nicht. Du hast gesagt, du hast was gefühlt, das war eine stimmige Geschichte und deshalb gehen wir davon aus, dass es so auch geschehen ist. Jetzt musst du deine eigenen Rückschlüsse ziehen, ob du dran glauben magst oder nicht. Mhm. Ja. Trotzdem möchte ich jetzt natürlich nachrecherchieren, ob ich mehr über mein vermeintlich früheres Leben rausfinden kann. Okay, fassen wir mal alle Informationen aus der Rückführung zusammen. Mein Name war Henry Altschmann oder Altschmeier, gelebt habe ich 16 oder 1800, wahrscheinlich im Jahr 1876. Ich war Kaufmann mit kleinem Laden, habe vermutlich irgendwo in Bayern, vielleicht in der Nähe von Nürnberg gelebt, war politischer Aktivist, der eine Flugblattaktion organisiert hat, dafür gefangen und wegen Hochverrats verurteilt wurde. Gestorben bin ich dann, indem ich öffentlich gehängt wurde. Das sind ja zumindest genug Anhaltspunkte, um nachforschen zu können. Fangen wir mit dem Offensichtlichsten an. Gab es mal einen Henry Altschmann oder Altschmeier? Bei meiner Internetrecherche finde ich keine prominente historische Figur mit dem Namen. Aber ich finde tatsächlich einige Menschen, die den Namen getragen haben. Vor allem in Amerika. Viel weiter bringt mich das allerdings nicht. Aber stimmen denn die anderen historischen Umstände? Es gab auf jeden Fall Kaufleute und auch Kaufläden, die genau so aussahen wie der, den ich während der Rückführung gesehen habe. Auch die Kleidung, die ich gesehen habe, passt genau ins 18. und 19. Jahrhundert. Gab es 1876 oder davor denn politische Ereignisse, die passen könnten? Im 19. Jahrhundert war einiges los in Deutschland. Industrialisierung, Märzrevolution und das Deutsche Reich wurde gegründet. Dabei gab es immer wieder Unruhen und auch Flugblattaktionen. Ein ganz konkretes Ereignis, das passen könnte, finde ich allerdings nicht. Aber vielleicht kann ich durch den Tod mehr herausfinden. Wir wissen, dass mein vermeintlich früheres Ich öffentlich gehängt wurde. Hängen als Todesstrafe gab es und wurde auch in Deutschland eingesetzt. Die letzten öffentlichen Hinrichtungen fanden allerdings 1864 statt, also deutlich vor 1876. Bei meiner Recherche finde ich aber auch eine Liste von im Deutschen Reich hingerichteten Personen. Kann ich dadurch vielleicht mehr herausfinden? Auf der Liste stehen insgesamt 1721 Todesurteile, davon 4 wegen Hochverrats, der Rest wegen Mordes. Wegen Hochverrats konnte man also hingerichtet werden. Allerdings wurde niemand von diesen 4 Fällen gehängt. Okay, also anhand der Daten aus der Rückführung finde ich keine Person und auch kein Ereignis, das perfekt geschichtlich passt. Deswegen habe ich mir gedacht, frage ich jetzt mal den Historiker Mirko Drotschmann vom Kanal Mr. Wissen to Go nach seiner Einschätzung zu der ganzen Sache. Naja, aus historischer Sicht muss man sagen, da passt vieles nicht so wirklich zusammen. Das Jahr, das du nennst, 1876, das passt nicht zu den Ereignissen. 1876, wir sprechen da von einem Zeitraum, in dem es schon das Deutsche Kaiserreich gab. War zwar keine Demokratie, aber auch kein Willkürstaat. Da wurde man nicht einfach hingerichtet, weil man politische Opposition betrieben hat. Es gab zwar ab 1878 die sogenannten Sozialistengesetze, die die Sozialdemokraten verfolgt haben, aber auch da wurde man nicht hingerichtet, wurde man nicht erhängt für so ein paar Flugblätter. Wenn es früher gewesen ist, dann passen wiederum andere Dinge da nicht rein. Also so, wie du das beschreibst,
kann es sich nicht abgespielt haben. Okay, das heißt, geschichtlich lässt sich das Ganze nicht belegen. Bevor ich dazu komme, wie sich eine Rückführung möglicherweise wissenschaftlich erklären lässt, möchte ich euch noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen: Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher auf Deutsch und Englisch in jeweils nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Das bedeutet, die essentiellen Aussagen des Buchs werden in 15 Minuten zusammengefasst. Finde ich mega cool, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nehme mir immer vor, mehr zu lesen, aber es dauert ja auch immer ein bisschen, bis man so ein Buch gelesen hat. Und gerade bei Sachbüchern habe ich oft den Eindruck, dass da ja sehr weit ausgeholt wird. Auf Blinkist gibt es neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker, aber auch viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 unterschiedlichen Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Und jeden Monat kommen ca. 40 Titel neu dazu. Das bedeutet, man kann auch einfach mal in Themen reinhören, zu denen man sich sonst vielleicht nicht unbedingt ein Buch kaufen würde, die einen aber trotzdem interessieren und vielleicht sogar im Alltag weiterbringen. Also ich habe zum Beispiel zuletzt ein Buch zum Thema Traumdeutung von Sigmund Freud gehört und auch eins zum Thema Rhetorik. Ich benutze Blinkist jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger, deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass sie mich bei meinem heutigen Video unterstützen, denn dadurch gibt es eine kleine Aktion exklusiv für euch, meine Zuschauer, denn auf blinkist.de/tomatolix bekommt ihr 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Probiert das gerne mal aus und schreibt mir auch gerne mal eure Sachbuchempfehlungen in die Kommentare. Ich habe ein bisschen recherchiert und mit verschiedenen Experten gesprochen, die Rückführungen unter Hypnose eher skeptisch sehen. Eine mögliche Erklärung ist, dass es sich dabei um imaginative Rollenspiele bei suggestiblen Probanden handelt. Das heißt, dadurch, dass man an die Rückführung glaubt und eine gewisse Erwartungshaltung an diese hat, stellt man sich ganz unbewusst eine Geschichte vor. Ich weiß, das ist ein bisschen komplex, das heißt, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, findet ihr einen Link dazu in der Videobeschreibung. Habe ich schon mal gelebt? Vielleicht als Henry Altmaier? Ja, gute Frage. Es war auf jeden Fall super spannend, mal so eine Rückführung mitzumachen. Es hat echt besser funktioniert, als ich vorher gedacht hätte. Historisch belegbar waren die ganzen Daten jetzt leider nicht und es gibt auf jeden Fall auch andere Erklärungsansätze, was bei so einer Rückführung passiert. Trotzdem kann man ja nie so genau wissen, ob da nicht vielleicht doch irgendwas hintersteckt. Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, dass ihr schon mal gelebt habt und glaubt ihr, dass eure Seele vielleicht nach dem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren wird? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr die ganze Rückführung sehen wollt, habt ihr die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Wie das funktioniert, ist in der Videobeschreibung beschrieben. Ansonsten kann ich euch sehr das Hypnose-Selbstexperiment von mir empfehlen. Das ist hier verlinkt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!